Hi, ich bin Backstage gerade. Die letzte Show beginnt für diesen Abend. Ich werde mir gleich die drei Mädels schnappen, die letztes Jahr das Voting noch geführt haben im Fach Social Media Management. Ich bin gespannt, ob ich sie bekomme. So, willkommen zurück. Ich habe mir die drei Mädels vom Social Media Management Team von letztem Jahr geschnappt und habe jetzt natürlich ein paar Fragen an sie. Wie fandet ihr die Mundschau heute? Super! War wirklich sehr Spaß gehabt. Ja, toll arbeiten. Durch die Bank weg war es dieses Mal wirklich so, dass ich sagen kann, ich könnte jetzt keinen expliziten Favoriten herausstechen lassen. Also ich fand alle wirklich sehr, sehr gut gelungen. Es war auch eine schöne Entwicklung zu sehen, auch was die Organisation angeht und wie das alles gestaltet worden ist, auch vom Laufsteg her und diese Videos im Hintergrund, das hatten wir ja vorher auch nicht. Also echt toll. Super. Ihr habt ja sozusagen den Prototypen, die Idee dahinter geschafft, ein Voting durchzuführen über Social Media, über die Plattform Facebook. Wie habt ihr das Voting letztes Jahr gestaltet? Also das Voting, dass es überhaupt dazu kam, war dann doch schon ein längerer Prozess. Und wie wir das auch gestalten, das war eben neu für uns alle, für alle Beteiligten, ob für Studenten oder auch für die Dozenten. Wie wir das angehen, das war komplett neu und das Semester war eben... Es hat angefangen und dann war auch schon gleich die Mondschau. Das heißt, die Zeit war sehr knapp. Aber der Prozess, bis wir dann darauf gekommen sind, auch ein Album zu erstellen, das hat so ein bisschen gedauert. Aber das war dann wirklich so, oh cool, das war dann echt so eine gute Idee, dass auch wirklich man mehrere Designs oder Outfits auch liken kann, sage ich mal. Und nicht einfach nur irgendwie eins und es gibt nur einen Sieger und alle anderen stehen irgendwie dann im Schatten. Also das war dann nicht das Problem, deswegen war die Idee mit dem Album eigentlich ganz toll. Ja. Letztes Jahr wurden ja die Bilder direkt von der Modenschau eben benutzt. Ja, genau. Genau, das war auch noch so ein Fall. Durch diesen Prozess, dadurch, dass wir das eben auch sehr spontan entschieden haben und wir auch nicht die Mittel hatten, während des Fittings Fotos zu schießen, musste das alles während der Probe oder auch während der Modenschau passieren. Und das war halt wirklich eine knappe Zeit und dadurch hat dann halt eben auch die Qualität der Bilder ein bisschen drunter gelitten und das war halt leider auch schade, auch für die Designer im Endeffekt. Also das war halt wirklich so ein einziger Manko. Ja, etwas, was ja dieses Mal perfekt umgesetzt wurde, kann man ja so sagen. Ja. Wir werden sehen. Ja. Es läuft noch. Es läuft noch. Drückt euch die Daumen. Die Bilder sind da. Wart ihr trotz kleiner Probleme, wart ihr überrascht über die hohe Viralität, die dabei eine Rolle gespielt hat? Oder das positive Feedback einfach auch? Absolut. Also wir hatten neulich gedacht, dass man mit einem Tool wie Facebook, das was wir ja nun als individuelle Person Tag für Tag auch anwenden, tatsächlich so viel erreichen kann und auch Kennzahlen erreichen kann. Also zu schauen kann im Seitenmanager, wie viele Leute man Tag für Tag erreichen kann. Und im Vergleich dazu hat diese Voting-Aktion doch eine ganze Menge Menschen erreicht über diese Mundschau hinaus. Und das hat uns doch sehr überrascht. Ja. Das denke ich mir. Sarah, vielleicht du. Was kannst du dir vorstellen? Was ist der Grund, warum man durch so Interaktionen, durch Likes und Bilder, warum man dadurch so viele Menschen erfreut auf Facebook und erreicht vor allem? Also bislang war es ja eigentlich mal so, dass die tollen Arbeiten der Designer in diesen vier Wänden blieben und das Licht geht aus, Barbara macht die letzte Abmoderation und dann geht's zur Aftershow-Party. Und wir wollen einfach damit sagen, dass die Designer diese tollen Designs, diese Outfits entwickelt haben, dass das viel mehr ist, dass sie eine Stimme brauchen und dass das auch an Leute gelangen muss, die vielleicht nicht die Chance hatten, zur Modenschau zu kommen, die noch so einen gewissen Push zu geben und darüber hinaus nochmal als Bild, und daher die tolle Idee mit dem Fotoalbum, als Foto halt einfach bestehen bleiben. Ja. Und dann, genau. Ja. Super. Probleme haben wir schon ein bisschen angesprochen. Gab es noch weitere Kleinigkeiten, wo ihr gesagt habt, okay, muss ich noch dran arbeiten? Kann man noch besser umsetzen? Technische auf jeden Fall. Also vorher auf jeden Fall immer die Lokalität prüfen und gucken, ob WLAN zur Verfügung steht. Das war ja das Problematik. Ja, die ganze Aufklärung, die letzte Mutter hat ja in der Kirche stattgefunden und da kann man ja nicht von ausgehen, dass man da dann überall WLAN hat. Steckdosen. Obwohl es vielleicht sogar versprochen wurde. Ne? Ja, vielleicht auch mal ganz interessant, auch mal für die
ganz interessant für die Zuschauer. Wir mussten aufgrund dieses WLAN-Problems, was wir hatten, mussten wir wirklich von Location zu Location wandern. Unser Glück war in dem Fall, oder man kann es vielleicht auch Pech nennen, man weiß es nicht, war, dass die Jagd ungefähr, keine Ahnung, wie viele Fußmeter entfernt war, 200, 300? Ein paar. Ich war aber ganz schlecht in solchen Abschätzungen, keine Ahnung, ein halber Kilometer oder was das war. Auf jeden Fall kann ich mich daran erinnern, dass ich das ein oder andere Mal zwischen den Schauen hin und her gesprintet bin, ja, um eben ein Album zu erstellen auf letzte Sekunde oder ein, ja, die Voting-Aktion letzten Endes starten zu lassen, solche Dinge. Und dann ging es natürlich auch darum, ob, ja, das, ob alle überhaupt damit einverstanden sind. Also das wird ja hochgeladen, ja, und da muss man sich vorher natürlich die Absicherung holen und fragen, die einzelnen Designer, wollt ihr das überhaupt? Und dann gab es kurz vor Toreschluss, also am letzten Abend, nö, das war eigentlich gar nicht. Und dann standen wir erstmal... Dann haben wir auch eigentlich nicht so stark mit gerechnet gehabt. Also wir dachten schon, ach ja, das wird denen bestimmt gefallen. Und dann auf einmal hatten wir da so eine Traube stehen von wegen, ja nee, ich möchte das nicht und das geht gar nicht. Und das war dann schon so, oh, Mädels, was machen wir jetzt? Ja. Und dann kam dann ja eigentlich, genau, zusätzlich zu diesen, ja, technischen und diesen funktionellen Problem kam dann ja auch wirklich noch dieses ethische Problem hinzu, dass man wirklich sich selber gefragt hat, kann ich das mit mir selber vereinbaren, da jetzt irgendwelche Fotos online zu stellen von Designern, die das vielleicht gar nicht wirklich wollen. Und da haben wir doch letzten Endes einen ganz guten Kompromiss geschlossen. Okay. Wirklich also nur die Designs reingestellt, die auch wirklich mit rein wollten. Also summa summarum, ja, hat sich Spaß gemacht. Ja, doch, das war eine, ja, gute Erfahrung. Viel gelernt. Ja, doch. Sehr, ja, Spaß, cool. Ich hoffe, wir konnten was, ja, weitergeben. Ja, unbedingt. Super, das waren schon meine Fragen. Ich danke euch ganz, ganz herzlich. Wir drücken dir die Daumen. Ja. Dankeschön. Erfolg, genau. Dankeschön. Und jetzt seid ihr natürlich gefragt. Votet recht fleißig. Liked es, shared es. Und falls ihr die Mondschau nicht schauen konntet oder nicht genug bekommen habt, habt ihr die Möglichkeit, morgen im Hamburger Abendblatt ab 22 Uhr die Show nochmal live zu verfolgen. Super. Vielen Dank, euer Markus.